Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen. Ich habe gerade eben noch ein bisschen rumprobiert und versucht, das hier jetzt auszuschalten, aber wir haben uns beim letzten Mal in eine ziemlich verfahrene Situation verfrachtet. Deshalb möchte ich doch gerne lieber erstmal ein bisschen. Was ist da drüben? Ja. Hier sind Admin-Truppen. Bisschen für Ordnung sorgen. Das ist Du entkommst mir die nicht. habe ich irgendwie voll vergessen, dass die existieren. Aber gut. 74%, das ist ein Schaden, den man schon mal nicht machen kann. Sogar direkt einen Crit. Wundervoll. Nehmen wir gerne. So, Drops. Wechsle Position. Nein, nur ein Streifschuss. Ich hasse nur Streifschüsse. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. So. Volk sagt, ich soll gehorchen. Du kannst ihn aber, glaube ich, flankieren dadurch. Sehr schön. Oh, könntet ihr vielleicht mal nicht nur streifen? Das wäre voll gut. Das wäre mal richtig gut. Ja, seine Granate will ich nicht verwenden, weil wir wissen, was auf uns zukommt. Drei Streifschüsse in Folge. Ist das normal? Ich glaube nicht. Natürlich. Nicht gut. Ja, definitiv nicht. Danke, habe ich auch gemerkt. Jetzt komme ich. Was ist das? Nicht gut. Wollt ihr mich verarschen? Danke. Das hat viel zu lange gedauert. Das war nur einer. Versetz ruhig irgendwie in den Stasis, damit kann ich leben. So, Claymore, du stellst dich mal dahin. Wird schon nichts passieren. Gut, wir haben die Attentäterin noch nicht getriggert. Das ist viel wert. Wir sollten auch wieder angewöhnen, mit ihm zuerst aufzuschießen, weil wegen Holo-Zielen. Dann Sniper. Du hast keine gute Chance. Vor allem wegen der Waffenreichweite. Wie wäre es, wenn du das mal kaputt machst? Feind terminiert. So, das nehmen wir mit. Danke dafür. Zielpaket lokalisiert. Zeit zum Nachladen. Schnitter sind immer wachsam. Biete Feuerschutz. Holen wir sie uns. So. Mir entgeht nichts. Nachgeladen. Scanne Gebiet. Waffe geladen. Ich werde jetzt erstmal wirklich auf Nummer sicher gehen und Schritt für Schritt vorgehen. Bin dabei. Weil ich habe keine Lust, unterwegs mich überraschenderweise mit der Attentäterin auseinanderzusetzen. Feuerschutz. Auf geht's. So. Na los, zeigt euch. Dann gehen wir mal einen Schritt vor. Was ist da drüben? Wir tasten uns jetzt wirklich voran. Also richtig wirklich, ne? Ich gehe, wohin Sie mich schicken. Jetzt habe ich noch triggern wir nichts. Sollte es vielleicht trotzdem da mal ein bisschen wegkommen. Wie war das da? Taucht ein Phantom auf und hier der Dingens, ne? Hier der Andromedon. Dann wäre eigentlich ja doch da eine gute Position. So, Lightning dahin, Chops dahin, Zu Befehl. Cypher geht noch da
Eben. Legen wir endlich los. Nein, es geht nicht. So. Hä? Wieso bist du? Gebe Feuerschutz. So. Dann wird sie jetzt wahrscheinlich gleich getriggert werden, oder? Ich gehe zumindest davon aus. Okay, ich gehe. Hier vorne war es, glaube ich. Ich glaube, wenn wir irgendwie diese Grenze überschreiten. Bin dabei. Ja. Da haben wir sie. Endlich ein echter Kampf. Ja. Den Quatsch kennen wir schon. Also gut, wir haben uns diesen Dingern schon einmal gestellt und wir können es wieder schaffen. Was auch immer passiert, nur eine Seite wird... Naja, wir überleben. Bla 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 bla. Hört auf zu labern. Gib nicht alle auf den Keks. Ach ja, sie geht ja einfach direkt unsichtbar. Sie wird einfach direkt unsichtbar. Ich mache mich auf den Weg. Ich lasse niemanden vorbei. Das Problem ist natürlich, dass sie keinen Schaden durch Reflexschüsse nimmt. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht plötzlich von dem Dingens flankiert werden. Klingt machbar. Von dem Andromedon oder dem Phantom. Biete Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Bin dabei. So, da kommt sie. Eine scharfe Klinge schneidet tief. Ich muss gehen. Meine Reserven sind unerschöpflich, Commander. Hm, beim letzten Mal hat sie Dingens gerufen. Kristallin. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Muss mich zusammenreißen. Beide. Perfekt. Das Ding hat sogar noch was fallen gelassen. Ein belangloser Verlust, der leicht zu ersetzen ist. Soldat am Boden, wir müssen ihm auf die Beine helfen, sofort! Ja, machen wir. Kein Stress. Kein Stress dafür. So. Wo soll ich es hinbringen? Du kommst aufrichten, bitte. Irgendwer noch eine Granate, um das Ding da kaputt zu machen? Ich befürchte, nein. Du hast nur eine normale Granate, du hast einen Gefechtsscanner. Bestimmt hätte ich da vielleicht reinschmeißen können. Du hast eine Granate, aber die bringt uns nichts. Das ist halt echt... Arsch, das versteckt da hinten jetzt gerade. Gebe Feuerschutz, bestätigt. Wir können nichts Überwachung machen. Läuft. Bestätigt. Überwachung läuft. Ich sehe alles. Müssen bestätigt. Sie traurigerweise kommen lassen. So, und sie haut jetzt die Welle raus. Würde zumindest passen. Der Nebel umhüllt euch. Du schmeißt einfach die Blendgranate. Okay, damit kann ich aber leben. Sein muss. Es wäre super, wenn du triffst. So gar nicht, okay. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ihr seid die Besten, die dieser Planet zu bieten hat. Ich vertraue ihnen. So, das wird jetzt schön wehtun. Oder auch nicht. Die Rüstung des Ziels hält was aus. Das reicht nicht, um mich aufzuhalten. Nee. Das war schön. Von der Rüstung abgeprallt. Muss halt irgendwie gucken, die Rüstung loszuwerden. Beginnen. Wo ist eigentlich
Pfeife. Gerade da ist er. So, theoretisch. Ah, wir heilen ein bisschen. Ja, wobei Chops heilt sich mit der Zeit noch. Genug gewartet. Guck mal was näher ran, wenn der Winkel dadurch nicht besser wird. Komm schon! Fehlt euch der Mut der Überzeugung! Der fehlt nicht. Interessanterweise, dass ein geblendetes Ziel trifft, aber gut. Rücke vor! Das wird ihr jetzt durchaus wehtun. 100%. 122 sogar. Das heißt, hier sind wir gut dabei. Das war schade. So, jetzt wird's kritisch. Beziehungsweise jetzt müssen wir erstmal halb Stunde warten. Doktor, das Gerät scheint eine Art Psi-Kondensator zu sein, der unglaubliche Mengen von Psi-Energie direkt auf den Auserwählten überträgt und ihn heilt. Kein Wunder, dass diese Dinger nicht... Es gibt kein Entkommen mehr. Das finde ich gut. Die kommen aber jetzt auf einen... hoher Single-Target-Damage, aber wenn er Feuerfedern einsetzt, bin ich glücklich. Dann lade ich ihn noch raus, aber pst. So. Du hast so immer noch eine 81%ige Chance. Könntest du den einfach töten? Dann wäre ich sehr zufrieden. Danke. Bewegt er sich auch nicht mehr? Und ich hatte mich letztens noch über den heftigen Schuss aufgeregt. So, ich hatte gerade kurz die Orientierung verloren, Entschuldigung dafür. Schon unterwegs. So, ich wäre dafür, dass du auch nochmal den Stecher kriegst. Nee, schade. Aber gut. Endlich. Theoretisch können wir... Stimmt, wir können auch mit Doppelangriffen arbeiten. Das wäre echt gut. Dürfte nämlich schön Schaden anrichten. Ich muss ja sagen, ich liebe den Geräusch, das Geräusch von dem Gewehr von den Schnittern, ne? Das klingt so genial. Was ist da drüben? Es ist an sich nicht stark, das Gewehr, aber... Na, das Gewehr ist natürlich nicht alles, was die Klasse ausmacht. Das klingt schon awesome. Ich habe den Doppelschuss vergessen, ich Idiot. Hier, also, das Problem ist, sie muss nachladen. Und ist jetzt noch flankiert. Was hast du denn mit dem heftigen Schuss? Ziemlich beschissene Chancen. Okay, wir bringen dich erstmal zu Befehl, Commander. Das Problem ist, jetzt erscheinen neue Gegner. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht so schlimmes. Der Berserker ist uncool. Und das ist ein anderer. Meiner Meinung nach immer noch mit die heftigsten Gegner, die dieses Spiel überhaupt hat. Warum? Sie haben mich blockiert! Okay, der setzt Feuerfedern ein, das finde ich gut. Huge. So, du gehst... dahin. Bewege mich wie befohlen. Dann kannst du Cypher nämlich... Ja, da ist flankiert. Ja gut, wegen die Mutter noch mal, aber pst. Dahin. Du darfst dahin. Geht in Ordnung. Du verziehst dich nach... da. Das kann ich machen.
Jobs geht hier hin. Bin dabei. Fick dich, Spiel. Warum muss die Kamera gerade noch umschwenken? Nähere mich Ziel! Zu Befehl! So, und du musst leider jetzt auch dich bewegen. Idealerweise einfach mal nach da. Bin gleich da! So, jetzt ist die Frage. Wir müssen das am besten jetzt kaputt kriegen. Das heißt, alle, die schießen können. Munition ist knapp! Okay, wir haben mit denen den Doppelschuss gar nicht. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Einen Versuch ist es wert. So, du schießt. Was? Das Ding lebt noch. Puh. Munition ist gleich alle. Das war's. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ja, der Regenerationsprozess wurde unterbrochen. Die Werte des Kondensators deuten an, dass er äußerst instabil geworden ist. Dann werfen wir diesem Auserwählten alles entgegen, was wir haben. Mhm. Tun wir gleich. Aua, aua, aua. Sie teilen einen von den Daten an. Puh, das ist sehr gut. Kann mich nicht bewegen. Na, der kommt ich weiß, nicht wo dran. Das war aber knapp, dem nicht rankommen. Alter, hat der eine Reichweite. Verdammt, einer weniger! Aber das war ja leider zu erwarten, dass wir mindestens verlieren. Ich weiß, dass jeder Verlust ein schwerer Schlag für ihre Leute ist, Commander. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, einen ebenbürtigen Gegner zu finden. Wie erfrischend. Ich danke Ihnen. 81%. Ohne Scheiß. In dieser Runde muss jeder Schuss sitzen. Das kann doch nicht angehen. Ich meine, wie gesagt, wenn wir den, dass wir den Sniper verlieren, okay, das ist scheiße, aber naja. Leider nicht wirklich zu ändern. So. Jetzt ist nur die Frage. Wir wissen, irgendwo da läuft die Attentäterin rum. Müssten wir ja eigentlich so, müssten wir sie ja doch aufdecken können, oder? Wäre doch schön. Weil sie wird sich eh nicht wegbewegen. Ja. Sie hat jetzt sogar wirklich nur 75% des Lebens. Dann wäre die Frage. Sie hat trotzdem viel zu viel Leben. Okay, ich gehe. Alle erstmal da weg. Vielleicht nicht alle an einen Fleck. Kein Problem, dass nicht wieder irgendwelche Granaten geflogen kommen. Auch wenn ich nicht viele Punkte habe, an denen ich mich stecken bzw. sichern kann. Endlich. So, die Frage ist jetzt, auf wen schießen wir als erstes? Wir müssen eigentlich alles unschädlich machen. Der Andromedon da hinten ist mir noch am geringsten. Momentan noch das geringste Problem. Ich würde sagen, gucken, dass wir die beiden Aliens auf jeden Fall bekommen. Die beiden Aliens, haha, es sind alles Aliens, aber ist das meine Meinung? Die beiden, die halbwegs in Nahkampfreichweite sind. So. Na, du hast leider noch Cooldown auf dem heftigen Schuss. Haben wir noch Munition? 99%. Das durfte nicht passieren. Naja, gut. Das musste wohl leider passieren. Das Problem ist, den Archon jetzt anzugreifen, wäre halt auch ein bisschen fatal.
weil der dann natürlich auch den Kampf raus kriegt. Kein Gegner für mich. Ergo mehr Schaden. Schützen wir bitte unseren Heiler. Ich glaube, das ist das Sicherste. Problem ist natürlich auch, dass viele unserer Waffen wieder halbwegs leer geschossen sind. Auf die Flanken achten, sie bewegen sich! Okay, ja. Bin getroffen. Tut zwar weh, aber der steckt das ziemlich gut weg. Mit jedem Atemzug schwächer. Sag mal, was? Ey, du willst mich doch einfach verarschen, Spiel. Das war vielleicht eine 5% Chance oder so. Es war halbe Deckung. Ist jetzt nicht krass viel, aber es sind 10 oder 15 Punkte. Und dann nochmal 30 durch Dingens runter. Plus die Distanz, plus erhöhte Position und allem. Wie geht das? Das finde ich ja echt... Das wäre noch sowas, was ich mir für XCOM mal wünschen würde. Einfach eine Funktion, die dir anzeigt, mit was für einer Wahrscheinlichkeit der Gegner da gerade getroffen hat. So, dann das Ganze nochmal aufbauen. Okay, ich gehe. So, du haust mal auf. So, Chops. Tu ihm weh. Richtig. Sehr schön. Wesentlich besser als gerade. Feindliches Ziel erledigt. Sie leben, um den Ältesten zu dienen. Um zu kämpfen und auf dem Schlachtfeld zu sterben. Na, dann tun wir dem jetzt auch. Stimmt, sie hat auch Hose zu nehmen. Das darf man nicht vergessen. Nicht jetzt. Es bewegt sich noch. Das war's. Keine Munition mehr. Naja, er ist ja jetzt eh im Kampf raus. Eingeben. Ich brauche mehr Munition. Dient euren Herren gut. Vernichtet alle, die euch im Weg sind. Nein. Sie sind nicht auf sie. Ich hab sie, ich hab sie auch. Das sieht die auch einfach immer one-shotten. So viel zum Thema, ja. Soldaten haben eine höhere Chance zu verbluten, statt direkt zu sterben. Danke. Bringt mir gerade viel scheinbar. Könnte wieder kotzen. Und zwar im Strahl. Und hohen Bogen. Und überhaupt. Schon unterwegs. Nein. Erstmal. Das wird bestätigt sich einfach klar. Geht in Ordnung. Kann ja nicht viel bei passieren. Ändert nicht viel an der Situation. Vielleicht ist es eher dann sogar noch ein verlockenderes Ziel für den Mann. Weil er kann das mit am besten wegstecken neben Chopper. Ist ein Chop. Chops. Bin dabei. Hat es besser funktioniert. Es ist halt jedes Mal das Gleiche. Und los geht's. Ich habe auch gefühlt keine Kritschen. Shit. Dann ist die Frage, ist fast aufgebraucht. Wen decke ich? Eigentlich passt so das Cypher. Ich will aber halt Lightning auch nicht verlieren.
Ich will hier niemanden verlieren, gerade von denen, die noch leben. Wir haben schon den Sniper verloren, was schon ärgerlich ist, aber... Sie wollen uns flankieren! Verdammt! Brauche Deckung! Nein! Nein! Noch nicht! Nein! Was ist das? Wir wissen, dass ein Archon im Nahkampf keine... dass er nicht so eine übelste Trefferchance hat. Ja, wir müssen unsere Leute nicht sterben lassen, das ist mir schon klar. Aber wenn ein Archon unten direkt neben denen stehen, ne? Was meinst du denn, was da passiert? Wir können versuchen, das ein bisschen anders zu versuchen. Hm? Gutes Deutsch. Natürlich. So, und zwar... Nein. Ich will gerade Claymore haben. Du nimmst einfach von hier aus. Keine Munition mehr! So. Du schießt drauf. Ich brauche Nachschub. Du schießt noch drauf. Chops. So. Feind neutralisiert. Sie haben ehrenhaft gedient und ihre Pflicht den Ältesten gegenüber erfüllt. Wie wäre es mit einem erfahreneren Übungspartner? Sehr schön, brennt. Auch wenn es nur ein Streifschlag war. Sie haben mich flankiert! Deckt meine Flanke! Genauso. Das ist doch perfekt. Ich kann mich nicht bewegen! Ja, Kampfvorsprung da, ist mir egal. Jetzt der hier. Könntest du meine Leute einfach in Ruhe lassen? Danke. Kann mich nicht bewegen! Jetzt kommt die Attentäterin natürlich auch noch. Schweineklinge fallen! Das hast du eben schon mal versucht. Nicht jeder würde so einen Angriff überleben. Mehr kann keiner folgen. Erst an der Grenze des Todes wird der Wert eines Kriegers offenbar. Meine Entschlossenheit ist unerschütterlich. Mein Zweck ist klar. Alles im grünen Bereich. Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe, Frau. Geh's mir auf den Sack. Aber nicht nur wissen. Danke dafür. Negativ, Waffe ist leer. Dann ja, haben wir jetzt leider das Problem, dass die beiden keine Aktion mehr haben. Ich bräuchte halt echt mal... So, du gehst erstmal dahin und schützt Claymore. Du stellst dich neben deinen Kollegen. Na, damit kann sie die Desorientiertheit von Chops wegnehmen, aber ganz ehrlich, nein. So, bei dir versuchen wir es einfach zu treffen, weil... Hier nicht jetzt dadurch. Und Reflexschuss, wie gesagt, juckt sie ja nicht. Meine Munition ist aufgebraucht. Sehr gut. Das war knapp. Eure Augen täuschen euch. Weißt du? Ich bin der Wille der Ältesten. Ihre Klinge. Die aus dem Schatten zuschlägt. Ich werde nicht brechen. Ich schlage zu.
Wie wär's, wenn du einfach die Klappe hältst? Granate! So, ich weiß, dass die auf den Andromedon auch ganz gut gewesen wäre, aber ich will die Rüstung nicht loswerden. So, was mir leidet sie dadurch so. Lässt dein Geschick nicht mehr zu? Lade Munition nach. So. Jetzt muss ich überlegen. Da ist dieses Ding. Kriegst du von da aus einen guten Winkel? Ich mache mich auf den Weg. Nicht. Deinesgleichen hat Potenzial, Schnitter. Wenn ihr euch doch nur aus diesem Konflikt herausgehalten hättet. Verdammt, sie sieht ja natürlich nicht so weit. Ich Idiot. Dann halt doch so. So, ist nicht hin, den... Das brauchen wir gar nicht probieren. Mal da. Schon unterwegs. Los, heilen! So. Na, diese Blendgranate ist nervig. Muss man einfach mal ganz klar so sagen. Sehr schön. Dadurch wird perplex auch. Das ist natürlich ganz angenehm. So, ja, den sehen wir nicht. Shit. Wiedersehen. Wow. Sie überrennen diese Position. Ich hätte sowas von erwartet, dass sie jetzt drauf geht, ne? Eines geht. Oh, schon wieder. Folgt auch das andere. Willst du mich auch nicht verarschen? Gebeugt, doch nicht gebrochen. Dass die so ewig weit laufen kann. Das ist voll asozial. Ich fürchte den Tod nicht. Nur die Niederlage. Ich werde meine Pflicht gegenüber den Ältesten erfüllen und ihre Feinde auslöschen. Hä? Wie solltest du ihr nur aufhelfen? Panzerung getroffen! Aber gut, also du brennst, das ist nicht gut. Volk sagt, ich soll gehorchen. Aber... können dich ja helfen. Medizinische Protokolle. Dann bist du nicht mehr im Brennen und kannst besser treffen. Heilen! Mal wieder Chops heilen. Haben wir ja schon. Kein Problem, Boss. Ach, Kacke. Beschoss. Shit. Okay. Ich lasse mich nicht entehren. Halt die Klappe. Schon unterwegs. Wechsle Position. Ja, versuchen wir es einfach mal. Schade. Das war knapp drüber. Okay, nicht erwischt. Schieß einfach, mein Gott. Ich habe die Rüstung nicht durchschlagen. Die auserwählten Attentäterin geht mir auf den Sarg. Okay, der muss nachladen, das ist sehr gut. Oh, Kacke. Es gibt kein Entkommen. Das ist so aufgestellt.
Leute. Und doch naht das Ende für jeden von uns. Der Sieg ist der einzige Weg zur Rettung. Ich muss die Oberhand gewinnen. Das wird sowas von Scheiß jetzt, oder? Ja, ich weiß, Feuerschutz. Nicht bewegen! Sehr gut. Das könnte etwas wehtun. Was tue ich hier? Hä? Womit bin ich denn offline, bitteschön, Spiel? Beziehungsweise noch nicht mal das Spiel. Es ist ja nicht das Spiel, was mir das meldet. Überprüfe Visier! Es mangelt euch an Fokus! Schon unterwegs! Keine Angst, Soldat! Alles dreht sich! Kein Stress. So. Eure Loyalität gegenüber eurem Verbündeten in Not verdient Respekt. Ihr werdet heute ehrenhaft sterben. So leicht lasse ich mich nicht aufhalten. Shit. Triffst du? Yes! Du warst kein Gegner für mich. Jetzt ist nur noch der Andromedon da. Haben wir es geschafft? Auserwählte besiegt, nicht mehr benommen. Es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft, Commander. Wenn wir nur das Gesicht der Ältesten sehen könnten. Yes! Scheiß auf den Andromedon. Gut gekämpft. X-Com. Vielleicht hält ihr diese Welt doch beansprucht. Einmal kurz Seppuku begangen. Laut Advent-Vertretern konnten die jüngsten Rebellenangriffe außerhalb der Stadtzentren Advents Fortschritte bei laufenden Entwicklungs- und Sozialprojekten nicht aufhalten. Die Zahl der freiwilligen Zuwanderer ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Bla bla bla. Wir haben zwar den Sniper verloren, aber... Immerhin wissen wir jetzt, dass die Auserwählten endgültig ausgeschaltet werden können. Ich hatte schon Sorge, dass wir sie nie loswerden. Ja. Ein Denkmal setzen wir ihm. So. Alles, wer befördert werden kann, wird befördert. So, du kriegst die Wachsamkeit, den Wächter gibt es dann nachher im Trainingszentrum. So, Schnellförder Sensenmann. Sensenmann. Ich mag den Sensenmann. So, der Schnitter. Hochland. Soldat kann eine weitere Claymore mitnehmen. Nett. Förder auf ein Ziel, bis dir die Munition ausgeht. Das klingt interessant. Das klingt noch besser. Ja, ein paar XCOM-Punkte können wir dafür drauf geben. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, weil die halt so gar keine kritische Trefferchance hat, außer die 13 durch das Laservisier. Aber... ja, später vielleicht. So, Lightning noch. Gefahreneinschätzung. Arashi und Katana, der Attentäterin. Okay.
Das ist natürlich cool. Waffen der Attentäterin. Die auserwählten Attentäterin hat sich mit ihrem Schwert und ihrer Schrotflinte... Das soll eine Schrotflinte sein, okay. ...als tödliche Kriegerin entpuppt. Beide Waffen werden bestimmt von großem Wert für uns sein. Ich halte allerdings das Schwert, das möglicherweise von den Ältesten selbst geschmiedet wurde, für die wertvollste Errungenschaft. Ja. Obwohl viele es für unmöglich hielten, Commander, haben sie und ihre Truppen sich durch den Sieg über den Auserwählten der Ältesten wieder mal unverwüstlich gezeigt. Ja, sie ist erschüttert. Hätte das gedacht. Alter Falter. Fick doch die Hände. Okay, sie ist noch dabei. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ingenieur hier drin. Danke. Boah, kann es jetzt mal eine Zeit lang ruhig werden? Das wäre schön. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen, nachher wieder um 15 Uhr zu XCOM 2 War of the Chosen. Bis dahin, ciao Freunde.